Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wie versprochen, infiltrieren wir jetzt mal hier dieses Versteck. Okay, ping können wir gerade nicht. Ist auch immer. Jetzt habe ich nur noch 3 Speicherpunkte. Hä? Habe ich da was geändert? Ah. Minus 4 Speicherpunkte. Ne, bis zu 4 Speicherpunkte, sorry. Das ist es. Ermöglicht kritische Treffer mit Quick Hacks. Das andere war ja mit Powerwaffen. Eine Tech-Pistole. Power-Schrotflinte, Power-Maschinenpistole. Ach, let's fucking go, oder? Oh shit, die Haare wieder. Okay, den kriege ich nicht, der ist zu weit weg. Die Waffe partiert mega! Okay. Kurz, was tauschen? Scharfschützengewehr. So, das ist das. Präzisionsgewehr halt. Das verzieht mega. Habe ich da irgendwie ein Visier? Danke. Fight fair. Schon besser, aber bringt mir doch nichts. Kann die Waffe überhaupt so weit zielen? Shit! Ernsthaft? Komme ich hier wieder raus? Okay,
Okay, der Scharfschütze ist tot. Shit. Okay, die hat, glaube ich, ziemlich einen Wumps. Polizei nervt mega. Sorry, aber es hat echt gerade so. Okay, ach komm. Wieso nicht? Die sind schon hier. Dann können wir sie auch verstecken. Why not? Wenn ich so nah sind. Bevor wir jetzt hier mitten ins Getümmel gehen, gibt es hier noch ein paar Sachen und Leute. Irgendwas ist mit dem Haar nicht gut. Ich muss da einen Mod rauswerfen. Es wird sicherlich an einem Mod liegen. Okay, nichts drin. Polizei nervt mega! Ist ja unglaublich. Da gibt's ein fettes Teil. Keine Ahnung, wo der Mensch ist. Oder die Maschine. Eins von beidem. Na, süß. Lass mal schauen. Überwachungssystem ausschalten. Forever Young kennen wir, Forever Young kennen wir. Aber viel zum Looten gibt es hier auch nicht. Irgendwie schade. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin, bei so einem riesigen Versteck, sag ich mal. Aber es gibt irgendwie gar nichts. Okay, hier ein paar Sachen. Was ist mit der Polizei los?
Schöner Headshot. Nicer Shot. Hoho, die hat's zerlegt! Ein archiviertes Gespräch gibt's da wieder. Theoretisch. Habe ich doch richtig gesehen, oder? Ja. Jelena Sidorova und Jerry Walter. Wie lautet der Auftrag? Miss Sidorova, wir kennen uns schon eine Weile. Ja, ja, komm zum Punkt. Was will der Police Commissioner von NC von mir? Ich schreibe ihn nicht als Police Commissioner. Es geht um eine Privatangelegenheit. Meinetwegen, und? Es geht um die Landstreicher auf dem Grundstück im NID. Sie wissen, wen ich meine, oder? Das Grundstück, das dieser Skup-Lutscher gekauft hat. Er ist Entwickler, aber ja, genau das. Um es einfach auszudrücken, die Landstreicher müssen verschwinden. Könnten Sie das für uns erledigen? Wir wollen die Sache nicht über offiziellen NCPD-Kanäle regeln. Wir? Ich dachte, Sie, die Sache ist privat. Na schön, könnten Sie die Sache für mich erledigen? Ich zahle gut. Okay, und wir kümmern uns um die Typen. Aber keine Patrouillen, während wir dort sind. Damit wir deine Leute nicht auch erledigen müssen. Kein Problem. Aha. Der Police Commissioner ist nicht gerade so heilig, wie es scheint. Da hätte ich also mehr erwartet. Von einem Police Commissioner. Aber gut. Night City ist halt Night City. Was will man da schon groß sagen? Right, right. Okay, aber Süd eigentlich. Also sie haben die Landstreicher erledigt und ich habe sie erledigt. Ja. Miese Schweine. Naja, aber Loot für mich. Okay, 275 Meter. Ja, nee. Ich lauf hier zurück. Siehst du, irgendwas habe ich dort übersehen? Diese Polizei nervt. Das ist dort hinten. Das, was ich eigentlich gesucht habe. The, you know, wild screaming at Tone Tats isn't headline news. Could just be some screamo band set rehearsal? That or something a shade more sinister. Okay, das sind normale Einwohner. Ich muss dich nicht daran erinnern, dass das ein Maelstrom-Hotspot ist, oder? Wenn du bestätigen kannst, dass ein Cyber-Psycho dahinter steckt, halt ihn bitte am Leben, danke. Okay. Aber... wie? Ich habe keine Waffe, die... irgendwie
Also ja, ich könnte hier eine Nahkampfwaffe benutzen, aber ich glaube nicht, dass es hilfreich ist. Gegen Psycho. Levelaufstieg. Ich nehme mal Reflexe. Schau da doch auch mal rein. Stunt Choke. Okay, das hört sich gut an. Schneller du dich bewegst, desto schwerer ist es für Gegner auf dich zu schießen. Der Effekt wird verbessert, wenn du stürmst, ausweichst, rutscht oder springst und sprintest. Kurz mal speichern. Er sieht nicht so gut aus. Blutmenge weist auf die auf tiefe Wunden hin, Spuren von Alkohol. Sehr geehrter Kunde, wir müssen Sie leider darüber informieren, dass Ihre Versicherung bei Traumateam aufgrund einer fehlenden Zahlung abgelaufen ist. Bitte reaktivieren Sie Ihre Kreditkarte unverzüglich, damit wir in den gefährlichsten Momenten des Lebens weiterhin für Ihre Sicherheit und Gesundheit sorgen können. Wenn es um Ihr Leben geht, sollten Sie niemals zögern. Traumateam. Ja, das war zu spät. Alter, dem hast du den Kopf weggebatzt. Maelstrom. No! Das Gute ist, ich habe Boss-Dinger, also den Schaden ausgeschaltet. Von daher weiß ich nicht, wie viel Schaden der Typ hat. Habe ich ihn gekillt? Ne, er lebt. Razor Machete. Katomatic. Kettensäge. Euro-Dollar. Archiviertes Gespräch. Brick und Alice. Oh, Brick? Scheiße, was machen wir jetzt, Brick? Ich habe das Gefühl, dass Royce dich ficken will und er hat genug Leute auf seiner Seite. Wir müssen was machen. Das hast du ja früh mitbekommen. Bin mir 100% sicher, dass er's auf mich abgesehen hat. Bin schon seit gestern so gut wie tot. Wenn du schlau bist, verbesserst du dich, solange du noch kannst. Du ziehst den Schwanz ein? Wir haben auch Leute. Scheiße, ey. Arbeite nicht für diesen vollgewichsten Schrottdildo mit seinem psychopänen Grinsen. Was? Schreib nicht so einen Scheiß, ey. Wenn du so sehr an mich glaubst, dann glaub mir, dass du dich verpissen musst. Ey, fick dich, Brick. Dann verpiss dich halt, wenn dir die Eier abgefallen sind, aber ich lass Royce die Scheiße nicht durchgehen. Alice Carter. Schuldenhinterziehung, versuchter Mord. Okay, der liegt jetzt da vorne, aber... Ist Regina Jones zufrieden? Körper mit schweren Verwundungen. Blutverlust durch mehrere Wunden, Hinweis auf Drogenmissbrauch. Drogenmissbrauch, Drogenmissbrauch. Alter, wie viele liegen hier bitte? Drogenmissbrauch. Du bist heute damit dran, die Sauerei von Briggs Köter wegzuwischen. Sonst findet der Boss noch raus, dass wir nicht eine Leiche, sondern einen tollwütigen Köter aus ihm gemacht haben.
Im Ernst? Der macht uns mehr Arbeit, als er uns spart. Das ist, als hätte man einen abgerechten Puma oder sowas. Echt, ey. Der knurrt und heult und faucht so viel, dass ich nicht schlafen kann. Was habt ihr mit dem gemacht, dass er so rumschreit? Haben ihm bloß gezeigt, was passiert, wenn man sich mit Royce anlegt. Dor hatte die Idee, ihm sein altes Chrom rauszureißen. Und wir haben ihm die Fresse zusammengetreten, als wäre es Kev-Pinata. Also reden kann der nicht mehr, nur noch heulen wie die Verrätertöle, die er ja auch ist. Aber das heißt, dass du den Wischmopp holen und das ganze Blut und die Knochenstückchen und so aufwischen musst, die überall rumliegen, wenn er sich um unsere Problemkunden gekümmert hat, sonst stinkt's hier bald echt und dann kommen keine Eddies mehr rein. Dann hol die halt rein und weg von den Mülltonnen. Ist doch nicht so kompliziert. Schön, dass die eigenen Leute dich hintergehen. Maelstrom ist halt eine Schweinebande. Sind wir mal ehrlich. So, oh, hi Leute! Da liegt sein Arm rum. Schicke Regina die. Es war ein Gangkonflikt. Der Typ war loyal zu Brick und wollte sich an Royce rächen. Du kannst dir denken, wie seine kleine Solo-Vendetta ausging. Er wurde mit Drogen vollgepumpt und gefoltert und in einen regelrechten Kampfhund verwandelt. Wie gewünscht habe ich ihn nicht kalt gemacht, aber viel gibt's bei dem nicht mehr zu holen, was den Verstand angeht, meine ich. Ich habe noch ein paar Infos. Sieht aus, als war dieser Typ Briggs einziger verbliebener Verehrer. Die anderen haben ohne zu zögern die Seiten gewechselt. Ich weiß nicht, ob er zu retten ist, aber vielleicht erfahren wir ja etwas Neues über Cyberpsychos. Gut gemacht. Danke, danke. Nice one. Where the bodies hit the floor. Where their bodies hit the floor. Ist das nicht ein Lied? Ich glaub's. Gut, ich würde sagen, das war's schon wieder für die nächste Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.